so Regenwetter, aber da kriegen wir besser Luft. Die Vergiftung geht weiter. Deswegen Geld, Geld haben wir sonst nie. Und dann ist aber hier nochmal der angebliche Marktleiter, ne? Damit er was ist, ist er Marktleiter, ne? Unglaublich. Das ist eine lange Vorbereitung gewesen, ne? Wenn Sie ihn sehen, asozial, heroinsüchtig, heruntergekommen. Ne? Und er hat mir den anderen Beutel kaputt gerissen. Den roten, den wir immer noch haben. Und sein Schiff hat er auch noch. Weil wir mussten ja fliehen. Er schlug ja zu zwischen den Worten. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es das schon so rübergekommen ist. So, und ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe sogar auf dem Kopf, also auf den kahlen Stellen meines Kopfes sogar Schmerze. Ich habe das gar nicht gesehen, weil wir haben immer Kopfschmerzen. Das ist so schlimm. Ich kann froh sein, dass ich eine dicke Jacke habe und auch Unterwäsche unter, sonst hätte ich überall blaue Flecken. Mir tut immer noch vom Gürtel an aufwärts alles weh. Nichts im Hirn ausgeruht, lädt immer Paletten ein und so. Und man mutet uns sowas zu. So, und Polizei voll gegen uns gearbeitet, wie wir vermutet haben. Mussten sie rufen. Er ging nicht weg. Und er hat verhindert, dass wir zur Bockenheimer Straße kommen, damit ich um Hilfe winken kann. Ne? Weil das war noch zu früh da am Sommer. Die meisten haben noch geschlafen, da war noch keiner auf der Straße. Und wir wollten Zeugen haben, wenn die Polizei kommt. Meine Frau musste sie ja auch anrufen, die Polizei. Weil er ließ mich ja nicht in Ruhe. War total unnormal, ne? Er ruft an und dann, ach, er kennt es. Es ist alles normal gelaufen, ne? So wie es geplant wurde. So, und jetzt hat man genug Zeit, das Video richtig zu fälschen. Und nehme ich an, dann habe ich ihn nachher gehauen. Und dann habe ich auch Penner zu ihm gesagt, ne? Genau. Ich erinnere mal, ich habe dummer Mensch gesagt. Sie, dummer Mensch. Ah ja. Nachdem er mich geschlagen hat. Und dann sind wir geflohen. Tja, dann haben sie ihr Corpus Delicti. Das ist unglaublich. Ich habe immer wieder davor gewarnt, wir sind immer wieder ausgewichen. Sie haben immer wieder dumm um uns getan. Ne? Auch heute haben sie wieder einen unserer Lieblingsdrogensüchtigen geschickt. Ne? Ja. Der mit mir schon zu 2009 andauernd gestänkert hat. Ne? Ja. Total fertig. Total voll Heroin mit seinem dummen Kopf. Der muss heute einfach zweimal lang gehen und ein bisschen doof tun. Kann man ruhig so sagen. Ne? Ja. So, ich würde mal sagen, danke für die Aufmerksamkeit.